Victoria 3 Sphere of Influence, also quasi Sphäre des Einflusses, erscheint nicht am 6., also nicht im März 2024, sondern am 6. Mai 2024. Stand ja bis vor ein paar Tagen noch da, es soll im März erscheinen, aber die meisten haben es auch schon vermutet, der Release ist jetzt verschoben worden um 2 Monate auf Mai. Das Ganze, denke ich mal, wird einfach Bugfixing-Gründe haben, einfach gucken, dass die Performance passt, dass das Ganze möglichst fehlerfrei live geht. Ich kann mir vorstellen, da wird es ein bisschen Probleme gegeben haben, einfach beim Playtesting. Vielleicht will man noch ein paar Features ein bisschen überarbeiten oder anpassen. Ich sage euch gleich noch ein paar Sachen dazu, was alles geben wird, was alles geplant ist mit den DLC. Und die Inhalte, die da jetzt aktuell vorschweben, sind schon relativ groß, muss ich sagen. Also wir erwarten hier einen sehr, sehr großen DLC auch von dem, was man bis jetzt gelesen hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das jetzt auch wirklich absichtlich macht, dass man das Spiel einfach massiv erweitern möchte. Das ist ja so ein kleiner Negativpunkt, den es aktuell an Victoria 3 gibt, dass das Spiel aktuell einfach nicht wirklich sich abwechslungsreich oder auch halbwegs fertig spielt. Also es ist zwar grundsätzlich so, dass man schon Multiplayer ein paar Runden machen kann, wenn man ein bisschen RP mit reinnimmt, aber jetzt wirklich rein im Singleplayer, da ist halt überall so, es fehlt an allen Ecken und Kanten. Und was ich bis jetzt gesehen habe von dem DLC, da packt man wirklich tonnenweise Content rein in mehreren Bereichen, um das Spiel einfach stark zu erweitern. Und wahrscheinlich möchte man da auch ein bisschen das Spiel wiederbeleben, da ja ein bisschen so die Luft durchhängt, sage ich mal. Das merkt man auch in der Modding-Community, die ist sehr, sehr inaktiv. Da gibt es viele große Mods, die angefangen wurden, wo keiner mehr dran arbeitet. Und das ist ja meistens ein schlechtes Zeichen, wenn da selbst die Hardcore-Community relativ schnell die Segel streicht. Deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr froh drüber, dass man sich die Kritik in den letzten Monaten zu Herzen genommen hat und da jetzt scheinbar mit Sphere of Influence wirklich versucht, ein großes Erweiterungspaket zu releasen. Was ich sehr interessant finde, es gibt aktuell schon 4 Bewertungen für den DLC. Die sind 3/4 positiv. Weiß nicht ganz, passt vom Rating her, aber gut, lassen wir mal so stehen. Die sind auch schon seit vielen Tagen da, also irgendwie haben mal Leute ganz früh einen Zugang bekommen und selbst da war irgendwie einer angepisst. Versteh, wer will. So, was haben wir jetzt alles? Wir haben neue Machtblöcke. Da gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, dass wir die Machtblöcke selber auch designen und zum Beispiel auch Boni verleihen können. Und wir können eben auch Emblem und Banner für unseren Block selbst entwerfen. Finde ich eine nette Idee. Ich bin immer ein großer Freund von solchen Sachen, wo man ein bisschen customizen kann, sich Sachen selber zusammenstellen, dass einfach ein bisschen mehr Abwechslung drin ist. Finde ich grundsätzlich gut. Und man kann auch einfach festlegen, welche Werte man vertreten möchte. Ist man eher diplomatisch, mehr Handel, mehr Militär, mehr für Kulturen, was möchte ich machen, wofür möchte ich stehen, und diese Möglichkeit wird es demnächst geben. Ebenfalls neu sein wird, sind ausländische Investitionen. Man kann quasi in anderen Ländern investieren, egal ob wir sein oder nicht. Das kostet dann zum Beispiel 300.000 und ermöglicht uns dann quasi das Ausbauen einer Mine oder einer Fabrik. Umgekehrt ist es natürlich auch möglich, man kann natürlich bei euch dann auch investieren. Da sehen wir jetzt hier einfach mal sogar einen Screenshot. Da sehen wir, Investoren können ein Level kaufen für 300.000 pro Level. Ich meine, klar, grundsätzlich ist es natürlich eine nette Sache, ne, wenn dann andere hergehen und für einen die Gebiete ausbauen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wo ist der Haken dran? Muss man da irgendwie das Ganze zurückzahlen? Bekommen die dann irgendwie Anteil an Ressourcen? Oder ist es einfach so, dass sie das einfach ausbauen, so nach dem Motto, okay, wenn ihr eine höhere Produktion habt, können wir mit euch handeln oder solche Geschichten? Aber grundsätzlich ein nettes Feature, sehe ich auch häufiger mal in Mods, ne? Deswegen kann gerne kommen. Als nächstes gibt es dann das große Spiel. Es gibt neue Ereignisse und Journaleinträge, die sich vor allem mit dem Ring des britischen und russischen Reiches um Zentralasien befassen. Oder aber man schließt sich lokalen Mächten im Kampf um die Unabhängigkeit an. Also man wird sich auf alle Fälle hier ein bisschen im Zentralasien befassen und da einfach dafür sorgen, dass da ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Eine ganz interessante neue Sache dürfte werden, Interessensgruppen, die werden demnächst auch außenpolitische Ziele verfolgen. Das bedeutet, die haben eigene Interessen, nur sei es jetzt durch das Ändern von Gesetzen, was zum Beispiel bei Vasallen dann zukünftig möglich sein wird, oder halt Herrscherwechsel, oder man sagt, okay, wir möchten das oder das Land unterwerfen, die oder die Provinz unterwerfen, wir möchten die Ressourcen haben, und man kann zukünftig sogar Interessensgruppen in anderen Ländern beeinflussen. Also das wird ein relativ großes Ding, glaube ich, das mit den Interessensgruppen. Das sehe ich sehr, sehr positiv, sehr interessant. Muss natürlich auch aufpassen, dass es einen selber nicht zu hart mitnimmt dann, wenn dann irgendwelche Kleinstaaten hergehen und dann irgendwie in der Lage sind, da
von Österreich-Ungarn oder Preußen dann auf einmal die Politik zu ändern oder für Krawall zu sorgen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen blödsinnig, wenn dann Krakau hergeht und dann von Österreich-Ungarn die Politik ändert. Ja, aber jetzt sage ich mal, wenn dann Russland zum Beispiel in Schweden interagiert und da dann für Krawall sorgt, das ist dann schon wieder ein bisschen nachvollziehbar. Aber grundsätzlich sehr, sehr nette Sache. Bin ich schon sehr gespannt, wie sich das später dann spielen wird. Genauso wie es dann in neue Interaktionsmöglichkeiten mit abhängigen Nationen geben wird, also quasi Vasallen. Während wir hier auch schon mal nochmal nebenbei den Wappendesigner sehen vom Powerblock, also von den Machtblöcken. Ne? Und dann sehen wir hier, wir können hier Grundsätze festlegen. Dann können wir hier das Ganze anpassen. Und wir sehen auch hier drüben schon jede Menge neue Interfaces. Wir sehen hier die Stärke, sehen wir hier drin, wer hier herrscht. Dann sehen wir, wie die Beziehungen sind. Weil ich ehrlich gesagt stehen muss, ich weiß gar nicht, ob das nicht auch schon so da ist. Ich glaube nicht, ich glaube, dass das ein bisschen überarbeitet ist. Und dann sehen wir hier jetzt zum Beispiel Untertan. Das erinnert mich so ein bisschen an Hearts of Iron 4, Untertan, Entlasse Untertan, Länder, Übersicht. Wir haben jetzt hier viele neue Möglichkeiten. Wir sehen jetzt hier halt zum Beispiel, wie sind die Beziehungen, wie ist der Status, sind sie Vasall, sind sie Dominion. Und dann haben wir eben noch Möglichkeiten, was wir machen können. Zum Beispiel Zahlungen erhöhen, verringern, Regierung festlegen, eigene Markt gewähren, Autonomie erhöhen, Wissensteilung. Manche Sachen kosten in dem Fall dann halt Einfluss. Andere Sachen steht jetzt so direkt nichts dabei. Aber grundsätzlich ein ganz, ganz cooles Feature, was vielleicht auch einfach mal interessanter macht, dann wirklich auch mit Vasallen zu spielen, mit Untertanen. Aktuell, ja, man hat nicht allzu viel, außer dass man ein bisschen Geld bekommt, wenn überhaupt, und dass sie einmal zufällig in dem Krieg helfen, ist das für mich aktuell nicht ganz so sinnvoll alles. Aber ich glaube mal, das könnte sich jetzt langfristig dann mit diesem neuen System ändern. Ja gut, ansonsten, man kann natürlich auch noch Herrscher zum Beispiel austauschen oder halt eben genau eigene Märkte zuweisen, habe ich euch ja schon erzählt gerade. Dann gibt es erzwungene Verstaatlichung, ne? Übernimm die Produktionsmittel und beschlagnahme die ausländischen Investitionen in deinem Land, wenn du es wagst, diese Nation zu verärgern, ne? Das ist eben wieder der Punkt, wo ich gesagt habe, wird dann interessant zu sehen, wie sich Investitionen auswirken in eurem eigenen Land, weil hier eben auch schon steht, man kann andere Länder verärgern, ne? Also grundsätzlich, es gibt schon Leute, die haben ein Problem damit, wenn du Scheiße baust bei Investitionen. Die Frage ist halt, wie setzt sich das Ganze um? Aber an sich auch hier wieder neue Möglichkeit, militärisch zu interagieren und neue Wege festzulegen. Außerdem gibt es jetzt dann auch Monumente der Macht. Es gibt dann verschiedene Monumente deines Machtblocks mit verschiedenen Effekten, die Länder in deinem Einflussbereich beeinflussen. Also ich denke, ihr kennt alle so ein bisschen das Einflusssystem aus Victoria 2. Wo man quasi andere Länder dann in die Sphäre reinholt. Das wird hier grundsätzlich auch so ähnlich sein. Man kann auch hier wieder Länder in die Sphäre holen, sei es diplomatisch, friedlich oder durch Krieg. Wobei man hier jetzt auch im Trailer ganz gezielt gesagt hat, also im Trailer sieht man so eine Krake, die sich hier quasi ausbreitet in alle Bereiche. Und man sagt dann hier so schön im Video, man hat das geschafft, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Also man kann rein theoretisch wahrscheinlich seinen Einflussbereich in alle Sphären ausbreiten, mit rein diplomatischen Vorgehen, ohne militärisch überhaupt aggressiv werden zu müssen. Aber wie das Ganze dann umgesetzt werden kann oder ob das dann einfach wieder nur so ein nettes Gimmick ist, aber dann relativ wenig Sinn macht, das wird man sehen. Wie gesagt, aber es gibt ja eben noch Monumente und die ermöglichen es, unsere Machtblöcke dann nochmal weiter zu modifizieren und anzupassen. Außerdem gibt es viele neue Charaktere, neue Kleidung, neue Unternehmen und Ereignisse, die für die Regionen relevant sind. Apropos, heute erschien auch noch, oder beziehungsweise gestern erschien das Update 1.6 und es gab einen kostenlosen Eisenbahn-DLC. Mal kurz gucken, relativ lustig eigentlich. Wo ist er denn? Ist kostenlos, ne? Könnt ihr euch auch einfach runterladen. Ups, ich bin so ein Blödkopf. Da, Trains Bonus Pack. Gab übrigens Leute, die haben es negativ bewertet. Es ist kostenlos. Scheiß drauf. Da hat vielleicht irgendjemand dran gearbeitet für ein paar neue Eisenbahnen. Die kosten wirklich, das wird nicht viel Arbeitszeit gewesen sein, da die paar Models hinzustellen und die Eisenbahn auszutauschen, die auf der Karte fährt. Ich finde es einfach ein nettes kleines Feature, was ein, zwei Tage Arbeitszeit war. Oder vielleicht ein paar Tage länger, je nachdem, wie detailliert die dann gemacht wurden. Aber das muss man deswegen nicht negativ bewerten. Also manchmal denke ich mir schon. Mal kurz gucken, ob da dabei steht, was der Grund für die Negativbewertung ist. Okay, irgendeine asiatische, irgendeine spanische. Too cheap. Should have. Okay, das sind Trolls. Naja, also könnt euch kostenlos runterladen für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ansonsten bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mit ein bisschen
einen simplen, einfachen DLC gerechnet, der einfach einflussfern bringt mit ein paar anderen diplomatischen Interaktionen. Aber dann wirklich hier allein die Tatsache, dass man hier seinen eigenen Banner erstellen kann. Ihr seht übrigens auch Zusammenhalt, ne, gibt es auch Zusammenhaltsübersicht, wie stark da der Zusammenhalt ist. Dann auf dem Bild sehen wir zum Beispiel ein Monument, ne, Statue in dem Fall. Was haben wir sonst noch für Bilder? Gut, hier sehen wir so ein bisschen die Einflusssphäre, wie sie sich ausbreitet. Dann, das haben wir gerade schon gesehen mit den Vasallen. Dann das, ah ja, stimmt, das habe ich gar nicht gesagt. Man kann jetzt auch Lobbyarbeit betreiben in anderen Ländern. Das ist das, wo man quasi Interessensgruppen beeinflussen kann, ne. Das ist das Ganze hier. Briten zum Beispiel in Frankreich, also die pro-britische Lobby in Frankreich. Ein Skandal eigentlich. Guck mal, das machen die nicht bei Preußen. So, dann haben wir hier ein Great Game, also ein großes Spiel. Sieht auch sehr interessant aus. Und dann, gut, das ist das mit den Investitionen. Da sehen wir auch hier Besitzer Österreich, Besitzer Krakau, Levels Own 2-1, Dividenden 0-0-0. Ne? Wie gesagt, das wird interessant, wie das sich dann nachher umsetzt. Gut, dann noch neue Charaktere. Genau. Und das Interface wurde auch nochmal ein bisschen überarbeitet. Das wird sich dann später zeigen. Sieht aber erstmal grundsätzlich auch wieder sehr interessant aus. Aber wie gesagt, sehr, sehr interessantes Update, was uns da erwarten wird. Ich werde es euch natürlich dann, wenn es soweit ist, vorstellen. Wird auch ein Livestream, denke ich mal, dazu geben, wenn es soweit ist. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Lasst mir gerne wissen, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.